Hallöchen! Hallöchen! Wir gehen heute shoppen. Genau, wir machen ein neues Video von Lulu und Leon Family and Fun. Ganz genau. Und wir machen heute eine Mama-Tochter Shopping-Tour. Und wo es so hingeht und was wir so dabei finden, das seht ihr jetzt. Also bleibt dran. Viel Spaß! Viel Spaß! Wir sind jetzt in der Stadt und wir gehen jetzt einfach mal drauf los. Mal gucken, was wir so finden. Ne? Ist das H&M? Nee. Lulu möchte unbedingt zu H&M. Wir gucken mal. Wir sind jetzt drin. Gucken, wo sind wir drin? In H&M und gucken, was für eine tolle Jacke. Oha. Ja. Schon cool, ne? Donnerwetter. Oh, hier, guck mal, mit dem Tiger drauf. Ja. Ja, die habe ich auch gesucht. Was? Die Jacke? In Österreich habe ich die Jacke gesucht, aber die gab es nicht in meiner Größe. Mit dem Tiger? Ja. Du willst eine Jacke mit dem Tiger? Ich glaube, ist das die hier? Nee, zu groß. Das ist tatsächlich deine Größe. Ehrlich? Du müsstest deine schwarze Jacke mal ausziehen und dann könntest du die mal überziehen. Ich halte sie so lange fest. Kannst ja mal Anprobe machen. Geh ich mal da gerade hin. Naja, es ist schon, zeig mal. Ist hinten auch was drauf? Ne, hinten nix. Findest du die cool? Mhm. Aber in grün ist die auch schön. Ja, mit dem Herz und so. Wie so kleinen Bömmeln. Hinten ist auch nichts drauf. Willst du festhalten? Ja. Okay. Jetzt hat sie wieder ein Kleid, aber es ist auch sehr süß, so Neonherzen. Vielleicht könnte ich auch halten. Festhalten? Ne, man kann ja immer noch aussortieren, ne? Okay. Ja, genau. Oha, ein Glitzerrock. Warte. Ich glaube, der war zu Halloween. Oh. Jetzt hat sie eine Bluse, die ist natürlich auch sehr schön. Hä? Weiter gucken oder wie? Wo läuft sie jetzt hin? Ein Tigerpullover. Ach du lieber Himmel. Zusammen passt das nicht, nee. So viele schöne Sachen, aber alles kann man ja nicht haben. Ich könnte aber alles nehmen, wenn wir reich wären. Ja, das stimmt. Oh Gott, Lisa. Lulu, hier ist ein Spiegelstreifen. Guck dich mal an, wie du aussiehst. Oh, süß. Süß? Warte. Du hast einen richtigen Helm auf. Ja. Das nehme ich aber ich. Ist zu eng, ne? Ja, ich drehe hier durch. Die erste Tour habe ich hinter mir. Genau, H&M hast du beendet, erfolgreich, ne? Ja. Ja, jetzt gehen wir mal noch ein bisschen gucken. Leider, Lulu, was tut es gerade? Regnen. Ja. Ja, das ist ein bisschen blöd, deswegen haben wir schon fast keine Lust mehr, aber ein bisschen machen wir noch, ne? Ja, ein ganz bisschen machen wir noch. Oh, gibt es das auch für Jungs?
Was ist da drauf? Ah. Das Auto. Glaube ich zumindest. Zeig mal nochmal. Ja, es ist tatsächlich fürs Auto. Der Sonnenschutz ist das. Eine Kartoffel-Emoji-Tasse. Nee, im Ernst? Ehrlich. Obwohl, für Papa wäre das eine witzige Idee. Ja, können wir das für Vater kaufen? Ja, komm, das machen wir. Spaßeshalber. Ja, Spaß. Los, auf zum Auto. Auf! Auf und davon! Zeigen wir zu Hause, was du dir gegönnt hast? Ja. Ja? Ja. Okay. Aber dann darf Papa noch nicht gucken. Genau, wir zeigen euch auf jeden Fall, wie Papa sich freut. Oder wie er guckt, was er für Augen macht, ne? Ja. So, hallo. Wir sind jetzt gerade zu Hause angekommen. Es hat jetzt zum Schluss geregnet. Es hat jetzt nicht mehr so viel Spaß gemacht. Lulu möchte jetzt ihr Shopping-Ergebnis zeigen. Aber jetzt, wir haben ja, ihr habt ja gesehen, dass wir für den Papa auch eine Kleinigkeit besorgt haben. Oder Lulu vielmehr. Das übergeben wir ihm jetzt und zeigen euch mal, was für ein Gesicht er macht. Also dranbleiben. So. Bitteschön. Ja, danke, Herr Schaffner. Nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Du willst doch sein Gesicht sehen. Ich weiß von nichts. Ihr seht, Lulu hat noch nicht mal ihre Jacke ausgezogen. Sie ist so aufgeregt und wollte mir das direkt bringen. Ist das was vom BVB? Wer weiß. Ich habe einen neuen Kaffeepott. Auch hier, der Preis ist noch dran. Ja. Ich hab einen neuen Kaffeepott und ihr wisst ja, was das ist. Ein Kakao. Ein Poop-Emoji. Lulu hat ihn entdeckt und dann hat sie sofort an dich gedacht. Warum? Den müssen wir Papa mitbringen, hat sie gesagt. Ja Mensch, da werde ich ja morgen früh direkt... Also da kriegst du auch vielleicht 2 Becher Kaffee rein, da ne? Da werde ich ja morgen früh direkt meinen Kaffee raustrinken müssen, oder? Ja, habe ich auch was gekriegt, ne? Wenn die Damen schon shoppen gehen. Für Leon auch was? Ja. Ja, dann musst du den schnell rufen. Dann muss Leon... Leon! Das hätte ich auch machen können. Ich dachte, du gehst hoch und sagst ihm Bescheid. Nein. Ich bin hier nicht überrascht. Ah, ich glaube, er kommt. Leon, komm mal! Ich komme schon. Es ist richtig eine Überraschung. Freust du dich? Ja, sehr. Leon, ich habe hast du dir schon immer gewünscht? Schon immer gewünscht. Leon, guck mal, was sie mir mitgebracht haben. Cool. Ja. Achtung, aufgepasst! Ist Papas neue Kaffeetasse. Leons Überraschung. Oh, zeig mal. Findest du die nicht schön? Zeig mal von vorne. Boah, Original Player steht hier drauf. Und ich habe auch was. Papa. Lulu, genau. Lulu, zeig mal dein. Ja, entschuldige. Oh, hey. Zeig mal, bist du ein Tiger? Ja. Ja, den fand sie ganz toll. Oh. Sie hatte ja erst so eine grüne Jacke, aber hinterher, als sie gesehen hat, was Leon für eine Jacke kriegt, wollte sie auch die. Damit die so bisschen mehr oder weniger im Partnerlook sind. Das sind ja College-Jacken. Ja, die beiden wollen jetzt aufs College. Nee, das ist falsch. Was ist das? Und dann Leon. Was hast du, Mama? Was hast du, Mama? Leon, ich natürlich nichts. Weißt du, was ich war? Tütenträger. Leon, wenn du dich jetzt wunderst, ne? Wir haben das von Paw Patrol nicht gefunden. Deshalb haben wir dir einfach Minions genommen. Ein Sitzschutz. Wir haben den ganzen Laden auseinandergenommen, aber... Da ist das Minion-Auto drauf. Minion findest du doch auch gut, oder? Ja. Das gab's nämlich nicht. Habt ihr ja eine ordentliche Ausbeute beim Shoppen gehabt. Genau. Ne? Noch mehr. Wie noch? Noch mehr. Was? Was? Wenn die einmal losgehen. Nur noch das. Ach so, neue Ballettstrumpfhose. Ja. Ja, das war nötig, die andere. Ballettstrumpfhose ist ja gerade noch drin, ne? Jetzt aber erstmal Jacke aus, ne? Ja. So, also Lulu, dann verabschiede dich mal. Tschüss. Und ruh dich mal vom Shoppen aus, ne?
Tschüssi für immer. Tschüssi. Nicht für immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Hier unten auf dem Button.